Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über unseren Server. Zuerst einmal, ich habe mit Genex, sagen wir mal, und Luke, das ist ein Techniker, ein bisschen gesprochen und es wird eventuell ab Wochenende, also nach dem Wochenende eventuell halt erst möglich sein, dass wir das auf einem Mod, also einen Modpack-Server von Dragorolia machen. Anstelle nur ein 1.15.2 modded, ohne Mods-Server. Da wir sowieso alle Plugins noch ein bisschen richtig einstellen müssen, machen wir das gleich als Modded-Server und das als richtige, tolle Rollenspiel-Server. Wirklich ist knallhartes Rollenspiel, also ja nicht knallhart sozusagen, aber schon richtig mit vielen Rollenspiel-Mods. Man sieht es schon da hinten. Ein großes Piratenschiff, das habe ich nicht gebaut, das ist aus dem Ancient Warfare 2 Mod. Da drüben haben wir noch ein kleines Inselchen, ein Boot oder so etwas. Und hier haben wir zum Beispiel, was ist denn das für ein Stein? Ah, das ist Wolle. Ein Wollzelt. Hier sind wegen dem Game Mode 1, also dem Kreativmodus, einfach die NPCs nicht zu sehen. Ich mache das mal kurz und sterbe halt. Ja, kann ich da irgendwie God Mode machen? Ich werde halt gleich mal sterben. Also die NPCs kommen und oh, sie haben mich nicht getroffen. Sehr gut. Da sind die NPCs. Die tauchen natürlich nur auf, wenn man im Survival-Modus ist oder im Adventure-Modus. Und das sind wichtige NPCs, also die können wirklich relativ viel machen. Also sie sind jetzt an diesem Gebäude gebunden, aber wenn ihr selber NPCs macht, können den richtige Befehle machen. Und ja, der Rollenspielserver wird mit Mods laufen, die wir hier sehen. Also es sind recht viele. Ich kann euch nachher noch ein bisschen sagen, was für Mods drin sind. Und ja, es wird noch Plugins drin sein. Also wenn es geht. Also ich denke schon. Wow, was ist das? Eine ganze Piratenstadt. Wow. Boah, kann der schön bauen, der hier die Dinge gemacht hat. Also, da hat er sich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Der Pirat ist im Weg. Ja, der Loot ist jetzt noch nicht so gut. Also, der wird halt vom Spiel geregelt. Ist nicht so gut jetzt zum Hier-Raten. Da braucht man viel. Also, der Ancient Warfare, genau. Mod ist denn dann Adventure Fishing. Mit dem macht man sehr viele, bekommt man sehr viele Rohstoffe von den Fischen über, die hier angezeigt sind. Die kann man craften, also wird mal Carpador. Goldener Kai. Craften. So, kann ich euch das kurz zeigen. Dann müssen sie einfach verschieden anordnen, die Fische, und dann kommt man irgendwie Loot über. Aber wie das jetzt gerade geht, weiß ich nicht. Da geht es schon mal nicht. Also, keine Ahnung, wie das Crafting-Rezept geht. Aber das sollte eigentlich irgendwo so sein. Ja, sind nur bestimmte Fische. Also, viele Fische sind einfach zum Essen da. Hä? Gar keine. Dann schauen wir nochmals, ob wir einen anderen Fisch sehen, den ich gerade. Also eigentlich muss die Sumpfscholle und der Tintenfisch gehen. Ja, Seerosenblatt, klar. Wie sieht der aus wie ein Seerosenblatt? Und der hier Tintenbeutel, das ist eigentlich auch klar. So, der nächste Mod ist Animania. Das sind die Kühe und so, die wir gesehen haben. Verschiedene Tiere fügen Tiere ein, die man echt gut züchten muss. Also man muss zum Beispiel die gleiche Rasse haben und man muss sie müde füttern. Sie müssen auch ein Bett haben, also so ein Stroh, also ein Nistplatz sozusagen. Und zum Beispiel gibt es eben Hasen, also richtige Hasen jetzt, die richtig, also Kaninchen und so. Und Igel gibt es. Frettchen gibt es und so wie weiter. Auch viele Pferde jetzt. Also ich habe in einer Testwelt recht viele Pferde gesehen. Die Hühner sehen natürlich auch anders aus.
und eben Männchen und Weibchen, also Hahn und Henne. Und ja, eben da muss man halt viel mehr machen. Das ist gut für Rollenspiel. Architekturkraft ist wo? Da. Ganz verschiedene Sachen. So richtig. Ein Halfpipe zum Beispiel, was das ist. Treppengelände. Und ja, so Zäune. Da könnt ihr echt geile Sachen machen. Also das ist extrem genial, was der Mod kann. Auch wenn er schlicht ist. Und mit ihm kann man sehr viel machen. Wenn man es auch hinkriegt, es richtig zu platzieren. So, jetzt. Zum Beispiel ein Loch zum Vergraben. So. Nächste Mod ist Better FPS. Dann kommt Chunk und Break Generator Version V1. Das macht einfach, dass die Chunks viel schneller geladen werden. Better FPS macht die FPS höher. Cosmetic Armor Reworked macht, dass wir ein richtiges Reworked, also ein richtiges Nebeninventar haben. Weil einfach nicht die Rüstungen so übertragen werden, aber hier, also ja, da geht einfach das Skin vom Resource Pack weg, aber wenn ihr hier zum Beispiel Leder macht, dann könnt ihr mit der Diamantrüstung, die ihr hier habt, wegen dem Schutz, einfach mal Lederrüstung tragen, oder Kettenrüstung, oder Iron, also Eisenrüstung. Und das finde ich mega geil. Kraftstudio AP ist für einer der Mods, ich weiß nicht genau welchen, Animania, glaube ich. Kreativcore ist für Little Tiles, glaube ich, oder so. Dann Custom NPC, das kann ich jetzt gerade nicht so gut zeigen. Mit einer Wand kann man einfach NPCs erschaffen und in Quests gehen, also für die Spieler dann Quests von NPCs. Sie tanzen lassen, sie sprechen lassen und gegen sie kämpfen und so weiter. Aber das ist sozusagen einfach ein Rollenspiel-Mach-Quest-Mod. Also hier könnt ihr zum Beispiel, ja, sie haben Panik vom Gegner anstellen, dann könnt ihr hier jetzt ins Inventar geben, also ausrüsten. Hier könnt ihr Sprüche machen, die Fraktionen, was sie haben, die Marke nachtaktiv machen oder so, Dialoge einstellen und hier könnt ihr zum Beispiel Quests machen. Wie sie spawnen, also sie können wirklich irgendwo spawnen, ist aber noch in Arbeit, also Work in Progress. Und ja, Chunkloader. Wir können die NPCs als Chunkloader nutzen. Und das ist doch mal richtig cool. So, Dungeon Tactics macht das Spiel allgemein ein bisschen schwerer und umfangreicher. Ihr habt mehr Waffen. Das können wir uns anschauen, wenn wir das finden. Der ist da. Also es gibt verschiedene Waffen. Es gibt Bomben, Klauen, Kite, es gibt Kanonen und Rüstungen verschiedene, also so Halbplatten, also Plattenrüstungen, die einfach die Wahrscheinlichkeit haben, dass man gar keinen Schaden bekommt beim Blocken und verschiedene Items, Wrench, Charms. Removes Hunger. Das ist ja OP. Einfach mal, dass man keinen Hunger mehr hat. Also der Hunger-Debuff. Nicht der Balken unten. Dann halt so Bags, also Loot-Bags. Und ein Seil zum Zurückkehren. Ist ein bisschen, auch ein bisschen cheaten, habe ich so das Gefühl. Aber auf dem Server ist jetzt nicht unbedingt hoffentlich so ausrasten. Also vor allem mit den Bomben halt vorsichtig sein. Dann, als nächster Mod. Dynamic Trees, das seht ihr schon an den Bäumen. Ist euch aufgefallen, dass die Äste haben. Und die fahren um. Und dann könnt ihr den Baumstamm zersägen und so weiter. Davon gibt's von allen Bäumen eigentlich diese Dynamic Tree. Dann Elevator ist natürlich klar, zum einen
Schnellreisesystem von oben nach unten zu machen. Fast Leaf Decay ist auch klar, aber wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Müssen wir dann schauen. Furniture Mod ist der Mr. Crayfish's Furniture Mod. Der können wir oder Furniture? Nein, Furniture. Der ist. Das ist alles. Deco-Craft, das kommt später hier. Also da hat es noch extra Möbel drin, die es in Deco-Craft 2 noch nicht gibt. Oder auch ein paar Spielereien. Spielereien sind zum Beispiel, ja, man kann ein paar Sachen herstellen, Blechstange. Und ja, da haben wir noch den Statue-Mod, das ist selbsterklärend. Einfach Sachen ausstellen. Und der Server wird sozusagen Arzienz sein, also Antike, aber mit Moderne. Also ihr dürft Kühlschränke bauen und so Sachen. Das ist nicht geregelt, also weggemacht. Hühler, das ist eigentlich auch selbsterklärend. Man schaut auf einen Block und weiß, was das der Block ist, weil es oben steht. Fichtennadel. Dann, also irgend so etwas. Ein Chest ist auch selbsterklärend eigentlich, also verbesserte Kisten mit größerem Lagerraum. Chai ist auch klärend, das ist das rechts hier. Junimap ist auch Minimap. Little Ties ist drin, das ist ein kleiner Mini-Block-Mod, der besser ist als der andere Mod, Chiseln Bits, genau. Also hier sind die Elevators und... Lass mich mal kurz schauen. Genau. Little Tiles, also das sind ganz kleine Blöcke. Am dünnsten. Ja, das geht nicht. Muss ich das anders machen? Little Tiles. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das macht. Dann ist er hier drin, oder wie geht das schon wieder? Ja, ist jetzt im Game Mode, also ganz kleine Blöcke, ich kann es gerade nicht. Den kann man das irgendwie platzieren hier. Ja, aber wie? Welche Taste? Ich kenne sie. Ah, jetzt. Also ganz kleine Blöcke. Kleiner geht, glaube ich, auch noch. Oder? Das kann man wirklich. Extrem umfangreich machen. Das sieht dann auch cool aus, wenn man so Felsen macht. Das ist so geil. Einfach einer meiner Lieblingsmods. Also Custom Embassies und Mod Advanced Ancient Warfare. Malicious Core, Malicious Doors. Also Malicious Doors ist der Mod und Malicious Core ist der Core Mod. Müssen wir auch noch suchen. Ich weiß leider auch nicht, wo das ist. Muss eine Tür sein. Hier. Ganz verschiedene Türen, wie zum Beispiel Salon-Doors, unsichtbare Tür, große Türen, Hightech-Türe, verstärkte Türe. Einfach alles, was mit Türen zu tun hat. Salon-Door, eine ganz große Tür. Mit Animation. Auch mit Animation. Sicher auch mit Animation, ja. Wow. Wie geil. Dann haben wir Open Blocks. Das ist so ein Tool-Ding, damit wir ja, Grabsteine haben, sondern dass einfach das Spiel stirbt. Können wir sicher auch anpassen, dass die Grabsteine nur vom Spieler, der gestorben ist, abbaubar sind und so. Hoffentlich mal. Sonst ist das ja eigentlich ein bisschen unnütz. Ja, das finde ich leider wieder nicht so richtig schnell. Hier. Und dann noch zum Beispiel ein Heiler. Da ist das Grab. Rotierender Fahrstuhl. Und da braucht man einen Elevator-Mod eigentlich gar nicht. Auch nochmal Statuen. Automatischer Zaubertisch. Ein Dorftextmarker. Epifüllgerät, Ventilator, Buntstiftbrille. Puh.
Ah, ein Reisegepäck, das ist cool. Genau. Pinsel zum Anmalen von Blöcken, cool. Geschichtsveränderte Radiergummi. Schrittzähler, Schwamm. Das ist mal geil. Glyphe. Hi. Mega gut immer. Oh, als nächstes haben wir Optifine, das ist auch wieder klar. Das ist einfach Performance und optisch ein Mod. Also die Optik verändern und so. Und für das Zoomen. Als nächstes haben wir Palms Housecraft, ganz viel Essen. Dann ne. Ganz viel Essen, was ist das Essen? Wo ist das Essen? Da, ganz viel Essen, ganz viel zum Anpflanzen, ganz viel zum Wachsen, also Bäume. Oh. Auch Honigwaben aus der 1.15 in viel besser gibt es da schon. Automatische Wasserfallen, also Rösen. Bodenfallen, Brunnen, Markt, ein automatischer Markt, das ist auch geil. Und ja, Pizza, Hamburger. Ich kann nicht mehr weiter erzählen über diesen Mod. Er ist einfach zu schmackhaft. PTR Leap ist auch ein Core-Mod. Dann Statue, das habe ich ja vorher gezeigt. Vavula. Ist eigentlich das gleiche wie Hyla, oder? Ne, Vavula ist irgendwas anderes, als er nicht genau, was das macht. Waystones, das sind so kleine Reisesteine, die man setzen kann. Und dann startet man immer von dort, also wie ein Bett. Und dann kann man hier eigentlich direkt schnell reisen. So, jetzt ist man hier drüben. Und wenn man hier wieder erst auswählt, ist man hier drin. Also ein ja, Wegpunkt-Mod. Dann noch Chicken Lip. Also das wäre alles. Ein paar Mods werden wir dann wieder entfernen natürlich. Und die Kühe, ey, die so geil. Einfach nur geil. Oh, die Ruine. Also ich kann das Video noch länger machen. Eben der Mod wird, also das Modpack wird eben auf dem Server dann sein. Wir werden eventuell noch ein paar mehr Mods einfügen. Ihr dürft gerne wählen, wenn ihr noch Mods haben wollt. Aber die meisten Mods sind so, dass sie den Server nicht überlasten und auch nicht gerade so viel optisch verändern. Also nicht zum Beispiel extrem viele neue Texturen reinbringen, die nicht zu einem Texturepack passen. Das ist ein komisches Schiff. Ist das ein Piratenschiff? Das ist ein Dorfbewohnerschiff. Cool. Hallo. Ja, gut. Ich immer Bauern scheinbar. Interessant. Die könnten wir sicher umändern in andere. Ja. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Ozean, da gibt es immer die gleichen Sachen. Also schon ein bisschen Abwechslung, aber ich will ein paar neue Sachen noch zeigen. Und ich werde ab dann, wenn das Server online geht, Rollenspiel-Stream machen. Und das eventuell auf einer eigenen Welt für die Livestreamer. Und ihr dürft gerne auf den Server kommen, aber werdet wahrscheinlich nicht zu mir kommen können. Weil halt einfach der Schutz, ich muss den Schutz, also Genex ist ein recht guter Livestreamer, also bekannter Livestreamer schon langsam. Und dadurch, man möchte natürlich nicht den Trummel haben, also zu dass die Spieler dann immer bei ihm hocken und ihn stören beim Livestream oder so. Deshalb machen wir so ein Ding, dass alle Streamer in diese Welt dürfen und andere nicht. Also die den Streamer-Rang dann haben, eventuell. Okay, ein einzelner Block in der Luft. Wow. Einfach episch. Also, wenn man schon schaut, wie die Bäume aussehen, also die jetzt nicht unbedingt, aber die da drüben. So richtig hohe. Okay, jetzt wird gerade etwas gespawnt. Da muss ich noch ein bisschen Optifine oder so anpassen, dass es nicht mehr so laggt. Sollte auf dem Server dann nicht mehr laggen, außer.
Ja, der Host hat gerade Probleme. Aber der hat nie Probleme eigentlich. So gut wie nie. Ein Sattel. Wow, es gibt Sattel in einer Schmiede. Also ich wusste, dass es Rüne gab, aber nicht so schnell. Wow, was ist denn das? Das sind Barbaren. Krass. Ja, diese Bugs sind halt manchmal das Item Spawn. Wahrscheinlich ist das ein Ding, das generiert wurde. Darum leckte es, weil es ein großes Gebäude generiert wurde. Okay, die haben einen richtigen Schatz. Wow. Okay, die können wir dann raiden zusammen. Das wird cool. Einfach geil. Wer noch ein bisschen mehr über diesen Ancient Warfare Warform 2 Mod wissen will, der kann gerne mein altes Let's Play schauen. Also vor ungefähr 3-4 Monaten habe ich da ein Warfare Let's Play ein bisschen gemacht, hatte aber noch ein paar Probleme mit ein paar Mods. Deshalb muss ich das wieder wegmachen. Aber es sollte jetzt eigentlich keine Probleme machen, einfach diese großen Generationen, also wenn sie generiert werden, ja, lösen halt ein bisschen Lags aus. Da müsst ihr einfach ein bisschen geduldig sein, bis das generiert wurde. Nicht gleich jede Festung stürmen mit euren Lags dann. Aber ich denke, auf dem Server wird das ein bisschen besser gehen. Ist das ein Boss? Ne, das ist eine Ritterrüstung, ein Stand. Ein Rüstungsstand, okay. Ja, aber da hat sicher irgendwo ein Boss. Irgendwo ist doch ein Boss. Aber einfach episch. Weil wir wollen einfach, dass wir auch NPCs generieren können. Haben aber auf dem Server halt dann einfach ein Limit, falls es zu laggen beginnt. Müsst ihr halt ein paar NPCs dann wieder löschen. Ja, da ist der Boss, der Baron. Cool, nicht ganz unten, aber fast unten. Also fast oben, meine ich. Aha, das gibt es jetzt auch in 1.15. Aber das sieht irgendwie ein bisschen schöner aus. Cool. Hey, ich freue mich riesig. Also auf jeden Fall, dass die Streamer mitmachen. Also ein Streamer wenigstens noch mitmacht. Und für jeden natürlich auch. Für jeden auf dem Server freue ich mich natürlich echt riesig. Ja, wir haben dann Discord und wahrscheinlich dann auch einen TS3-Server mit einem Voice-Plugin, wenn es geht. Und gut. Noch viel anders. Also so richtige Belagerungswaffen gibt es noch. Ballista, Trebuchet, alles mögliche. Ja. Also eine Kriegswelt, eine PvP-Welt werden wir sicher machen. Gut, also das war's. Der Junk. Die Junk-Generation ist noch ein bisschen langsam, das muss ich noch anpassen. Aber ich kann euch dann gerne so ein bisschen die Einstellungen noch schicken, dass ihr das automatisch dann habt, was ihr befordert seid. Schaut euch mal die Bäume an. Diese Schwarzeichen. Das ist einfach nur krass. Das liebe ich. Ja, zwischendurch gibt es noch normale Bäume wegen dem Housecraft-Mod, aber das ist doch nicht schlimm. Hauptsache es ist Born. Genau. Das könnte ein Fluchbusch sein. Also es gibt so Büsche, die Debuffs verteilen oder so. Die sind echt Trollen in Dungeon Tactics. Aber da kann man nichts machen. Und was ist jetzt gerade am Generieren? Aha! Oh, nein, bitte nicht! Oh! Okay, das ist ja ein super Ende. Schauen wir noch kurz an. Es scheint ein Altar zu sein oder so etwas. Ich glaube, das ist die Hauptbasis von den Barbaren. Einfach nur geil. Kann ich kurz alles ausrüsten und dann mal schauen, wie der aussieht? Das ist wichtig. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich wieder. Ah, das sieht einfach anders aus, das Schwert. Ich hoffe, ich überlebe es, weil der könnte wirklich stark sein. Das sieht so aus, okay. Aber es ist jetzt nicht so schwer.
Ich dachte, boah. Ja, die Bogenschützen, die schlagen mich immer wieder zurück. Ist natürlich noch ein bisschen leise, das Spiel. Muss ich noch ein bisschen lauter machen. Ja, es ist zu schwer gerade so. Also, dass einfach die Bogenschützen zu schnell schießen. Ja, das war's. Was haben wir bekommen? Holzschild, Steinaxt, Eisenschild. Ja. Ah, jetzt kommt der Boss. Ah, Komm! Du kannst nix. Du bist eine Flasche. Und dann Stärke anstellen irgendwie. Ah, und ein Schwert als Belohnung. Ja, ganz normales Schwert, das kaputt ist. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich schau mal kurz, was da drin ist. Könnte das Spezielles drin sein? Was gibt's hier denn? Was gibt's hier? Nur das normale Neffer. Schade. Ich hätte gedacht, es ist auch noch etwas hier drin. Eine Ruine oder so. Vorne ist ein Neffer, eine Nefferfestung. Und sonst ist eigentlich nichts Neues hier im Neffer. Ja. Ist natürlich klar, es muss ja nicht unbedingt überall etwas Neues geben. Aber man könnte so etwas bauen, etwas Neues, also mit diesen vielen Blöcken könnte man eine coole Welt bauen und so weiter, wenn ihr Lust habt. Oder auch Dungeons könnte man bauen mit Custom Embassies und mit Little Tiles und so. Und mit Open Blocks, mit den Fallen und so weiter. Ja, ziemlich geil. Die Lava-Angel. Damit kann man in der Angel, mit der Angel, nein, in der Angel Lava fahren. Nein, klar, mit der Angel in der Lava fischen. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Minecraft-Server-Video von Dragorolia. Tschüss!